Störche fliegen normalerweise im Spätsommer in den Süden und kommen meist erst im Februar wieder zurück. In Schierling aber, da muss es schon besonders schön sein, denn hier überwintert zum 11. Mal ein Storchenpärchen. Und damit herzlich willkommen zu meinem Landkreis Regensburg. Mein Name ist Robert Beck und mit Störchen mache ich eigentlich wenig, außer sie zu beobachten oder auch Daten zu sammeln für den Landesbund für den Vogelschutz. Denn Robert Beck ist Storchenhorstbetreuer und ehrenamtlicher Mitarbeiter für den LBV im sogenannten Weißstorch-Monitoring. Es gibt nach wie vor diese Seite Störche in Bayern vom LBV, die betreut die Oda Widding, die, sage immer, die Störchenpäpstin vom LBV, die sitzt in Hülpoltstein. Und da gibt es auch im Internet Störchenkarten, da stehen die einzelnen Nester drin, da werden dann Daten gemacht, wann sind die Störche angekommen, wann ist der erste ins Nest gezogen, wann der zweite, wann wurden die ersten Eier gelegt, wie viele Junge sind geschlüpft und wie viele schaffen dann wirklich den Abflug in den Süden, wenn es denn soweit ist im August, September. Er weiß also fast immer, wo die Störche aus Schierling gerade sind und wie es ihnen geht. Da kommt man dazu wie die Jungfrau zum Kind, sage ich immer. Es war bei mir eben durch mein Hobby, die Fotografie. Und bin da mal angesessen da drüben, habe die Störche immer wieder fotografiert. Und da ich ja auch noch freier Mitarbeiter bei der Lauerzeitung bin, habe ich irgendwann mal angefangen, Geschichten über die Störche zu schreiben. In den 80er Jahren gab es kaum noch Storchenpaare in Bayern. Im Zuge des Artenschutzprogrammes hat man dann damit begonnen, Störche zu zählen und zu betreuen. Und damit hat Robert Beck ganz schön zu tun. 6 Störche sind aktuell da, alle über den Winter. Ein Pärchen davon überwintert sogar das 11. Jahr in Folge. Dabei war die Störchen 2008 noch mit einem anderen Storch zusammen. 2009 ist der Partner verunglückt und 2010 hat ein neues Pärchen das Nest angenommen. Und da kam diese Störchin dann sehr spät, war anscheinend Afrika-Zieherin, weil sie kam erst Mitte April aus dem Winterquartier zurück und findet ein Pärchen in dem Nest vor mit 5 Eiern. Es dauerte 3-4 Tage, dann war da kein Ei mehr. Es wurde ständig gekämpft. Sie hat Störchen samt Eier rausgeschmissen, ist aber mit dem Partner, also mit dem männlichen Storch, so wie es für mich ausschaut, zusammengestanden und hat in dem Jahr noch gebrütet. Ab da sind die beiden geblieben. Es ist ja auch ein Irrglaube, dass die Kälte den Störchen was ausmacht. Das macht denen ja nichts aus. Die haben ja eigentlich ein Daunenkleid an. Und es geht rein nur ums Futter. Und ein Storch jetzt im Winter, der fährt seinen Haushalt dermaßen, seinen Körperhaushalt dermaßen zurück, dass er nicht viel Nahrung braucht. Also eine Maus alle 3 Tage, das ist so ein Spruch von mir. Und der überlebt locker. Ne? Weil Robert Beck und die Schierlinger ihre Störche lieben, gibt es seit längerem eine eigene Facebook-Seite. Für viele von uns wäre das wohl der Traum. Ein Schlafplatz direkt neben der Brauerei. In Schierling gibt es das jetzt und zwar in doppelter Hinsicht. Sowohl für Menschen als auch für Störche. Wo vor rund 3 Jahren eine Baustelle war, ist heute ein Hotel, geführt von einer wahren Powerfrau. Mein Name ist Esther Kraus. Ich bin seit 1. November hier in Schierling für das Hotel Schierlinger Bräustüberl zuständig und habe mich schon ganz gut eingefunden seither. Esther hat ursprünglich Hotelfachfrau gelernt, hat dann 4 Jahre lang die alte Kuchel in Regensburg geführt. Seit Anfang November ist sie in Schierling. Jetzt hier im Hotel verschiebt sich der Aufgabenbereich insofern, dass es einfach schon flexibler zu gestalten ist. Also ich kann einfach doch viel auch von zu Hause aus steuern, weil die Gäste durch eine Schlüsselbox selbstständig einchecken können und auch auschecken und muss nicht immer selbst vor Ort sein. 11 Zimmer sind es insgesamt plus 2 Apartments mit Küche. Hilfe bekommt sie von ihrem Mann und von ihrer Mama. Wir haben auch ein Zimmermädchen, die Anna, die lernt jetzt gerade Deutsch. Das ist auch ein schönes Projekt, einfach ihr zu helfen, sich zu integrieren und
da einfach wirklich sehr familiär zu arbeiten, so dass sich's nicht nach Arbeit anfühlt. Das macht Spaß und das ist mir besonders wichtig. Inzwischen kann man aber nicht nur neben der Brauerei übernachten, sondern auch darauf. Naja, zumindest Störche können das. Seit circa 10 Jahren kann man es beobachten, dass die Störche ab und zu mal da oben landen. Und seit ungefähr 3 Jahren war dann ein Storchenpaar bei uns ansässig, das immer wieder versucht hat zu brüten. Und jetzt haben wir es immer ein wenig erleichtert. Dadurch haben wir die Nisthilfe errichtet. Dass da oben so schön warm ist, finden die wahrscheinlich sogar ganz gut. Zum Ersten ist das der höchste Punkt in der Region. Das ist auf einer Höhe von ca. 35 Metern. Und noch dazu kommen da die Abgase aus dem Sudprozess raus mit ca. 60 Grad und ist schön warm da oben. Zweitens findet der Storch auch den Geruch von der Brauerei ganz nett, also ein Sudhaus und ein Gärkeller. Zwischen der ersten Entwurfskizze bis zur Anbringung vor rund 2 Monaten ist ungefähr 1 Jahr vergangen. Besonders wichtig? Das Nest ist ca. 50 cm erhöht über dem Stotausgang. Und unter dem Nest haben wir noch ein Hitzeschutzblech angebracht. Das heißt, das Nest ist ca. 10 cm noch über dem Hitzeschutzblech und schützt so eben vor den direkt heißen Abgasen. Und da Bier ja bekanntlich schön machen soll, gibt's hoffentlich gleich heuer besonders schönen Nachwuchs. Zurück auf Storchensuche in Schierling. Wir machen uns auf den Weg zum Hundsmarkt. Hierhin kommt das Storchenpaar eigentlich jeden Abend, immer gegen 5 oder 6 Uhr. Und tatsächlich. Hier wurden wir also endlich fündig. Robert Beck kennt eben seine Störche. Und kurz nach dem Pärchen kommt auch noch ein einzelner Storch zum Nest auf dem Brauereikamin. Man kann also eindeutig sagen, nicht nur die Schierlinger lieben ihre Störche, auch die Störche lieben ihr Schierling. Weitere Nachrichten aus dem Landkreis Regensburg gibt es natürlich wie immer auf unserer Homepage unter tvaktuell.com. Und für Sie, da gibt es nur ein paar Impressionen und zwar aus, na klar, Schierling. Also, machen Sie es gut und wir sehen uns.